welcome to this amazing motorcycle. So there's Frank and Owen since a lot of years. Yeah. Welcome. I'm Frank. Welcome. So please tell us a little bit about this amazing motorcycle. So I see a Vincent engine that's really rare. This was from the beginning, 1951, Series C Comet single cylinder. Yes. And we dumped the motor and we have built up from scratch. This motor is not bought somewhere, it's built by us. Castings, the rest. Wow. So, also, der Motor ist ein Vincent Motor. Allerdings war es kein Zweizylinder, es war ein alter Einzylinder-Vincent-Motor. Der wurde komplett zerlegt, das Motorgehäuse wurde überarbeitet und daraus hat das Team dann einen Vincent-Zweizylinder-Motor gemacht, so wie er auch in der Black Shadow zu finden ist. The next question, so what kind of frame do you use? It's actually the Coleman frame. Okay. But a little bit modified before and of course the style. Yeah. The main frame is the old 500cc Comet frame. It's actually the same frame for the same frame. Yes. It's only that the drive is on the other side. Yeah. It's not, wasn't very easy. Wow. We handled it and now it's running really well. Amazing. So, der Rahmen ist ein original Vincent-Rahmen von der Vincent Comet. Der Unterschied zwischen der Einzylinder und der Zweizylinder ist, dass der Antrieb auf den verschiedenen Seiten liegt. Die haben den Rahmen überholt, haben ihn entsprechend modifiziert und daraus wurde dann dieser wunderschöne Vincent-Rahmen mit dem Zweizylindermotor. Tell me a little bit about the rest, so the tank and the rear fender and the handlebars. Did you everything do on your own? Yeah, we have done most of it, except Also die haben wirklich alles selbst gemacht, den Tank und das Heckteil. Aus Messing haben sie nicht selber gebaut, sondern haben es zum Spezialisten gegeben. Der Tank besteht aus drei Teilen, ist handgedengelt, genauso wie das Heckteil. Und hier vorne für den Lenker beispielsweise haben sie einfach einen Fahrradlenker verwendet, haben dementsprechend modifiziert und natürlich das ganze Bike mit ganz, ganz tollen Details aufgepimpt, wie zum Beispiel diesen alten Oldschool-Tachometer. Dann natürlich die alten Griffe, alles handgemacht, alles selbst gemacht. Und was an diesem Bike natürlich noch extrem auffällt, sind die feinen Details, die Schraubarbeiten, wie wenn wir hier an das Heck gehen, die Befestigung des Hecks mit Flügelmuttern, dann eine normale oder selbstgebaute Auspuffanlage, die auch komplett handgemacht ist. So the wheels are our design and make on your own, yeah. Actually, the spokes are threading directly into the hub. Wow. So it's no nipples. Okay. Also das Ganze ist mal nippelfrei hier. Aluminium. You can see the spokes are directly in the hub. In the hub. And yeah. They are threaded in the hub. Also die haben die Felgen auch selber konstruiert, selber gemacht. Das heißt, wir sehen hier keine Nippel, sondern die sind direkt hier in die Radnabe reingeschraubt. Also auch das ist natürlich eine wahnsinnige Arbeit. Ganz, ganz tolles Motorrad, muss ich sagen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir solche Motoren wieder hier sehen dürfen. So, thank you very much for this information. It's an amazing motorcycle. And all the luck here at the show. And congratulations for this work. Thank you very much.